Seid ihr herzlich willkommen. Bei diesem Orakel handelt es sich um eine Seelenreise, eine karmische Liebe. Wie entwickelt sich alles? Weil zur Zeit kommen auch die Erinnerungen, all das, was ihr erlebt habt in früheren Leben. Und das bedeutet karmische Erinnerungen. Und das hat einen Einfluss auf die Emotionen, auf diese Liebe, auch auf die Zukunft. Und wie entwickelt sich das alles, das schauen wir an bei diesem Orakel. Das Leben bietet dir etwas und das ist Gold wert. Du kommst gerade von diesem Labyrinth raus und hast du eine Lösung, eine neue Richtung, einen Ausweg. Und was diese Karte noch bedeutet, du hast auch was zum Bieten. Sei mit deinen eigenen Werten auch bewusst. Und das handelt sich nicht nur um dein Wissen und Können, die Arbeit oder um die Finanzen, sondern dein Selbstwertgefühl. Und auch, dass diese Liebe oder dieser Mann oder Frau ist wertvoll für dich. Wenn du eine Frau bist, dann tröstest du jemand oder denkst zurück an die Vergangenheit. Hier sind aber noch verletzte Gefühle. Und im Hintergrund, dieser Mann möchte Klarheit. Er möchte mit dir sprechen und hat dieser Verlangen, dass du die Vergangenheit abschließt. Ein Kontakt, was dich auch verletzt hat in Vergangenheit. Und die Schwerten bedeuten die Leichtigkeit, die klaren Entscheidungen und die Kommunikation. Und genau das hat er auch vor. Er steht vor dir und er möchte mit dir etwas klären. Er möchte mit dir sprechen. Weil hier sehen wir die Merkur-Symbol und das bedeutet Kontakten, Gesprächen und Venus erscheint hier auch, also Gesprächen über Weiblichkeit, Gesprächen über die Liebe, eventuell Gesprächen über Kunst und Kreativität. Die Kelchen symbolisieren euren Gefühlen, deinen Gefühlen, seinen Gefühlen, aber bei dir entsteht ein Hin und Her. Es fehlt das Vertrauen. Manchmal hast du sogar das Gefühl, dass er möchte von dir verabschieden oder dass er sich wieder zurückzieht und das löst bei dir Unsicherheit aus. Und dieses Gefühl, er zieht sich zurück, ist immer wieder präsent. Und dadurch entsteht diese Ungewissheit mit Höhen und Tiefen, ein Hin und Her. Hier ist wichtig, auf ihn vertrauen und das, was er auch mitteilen möchte. Weil hier handelt es sich wirklich um die Liebe. Nicht nur Venus, sondern auch dieser Waage-Symbol zeigt das in dieser Richtung. Außerdem die Zeichen Jungfrau bedeutet, er möchte etwas klären, etwas in Ordnung bringen. Und wenn du an seinen Worten vertrauen kannst und es zulässt, dass diese Liebe lebendig wirkt, dann kommst du auch in inneren Gleichgewicht. Und dieser Engel beschützt dich auch. Ein Fuß ist im Wasser und das bedeutet Gefühlen, andere auf dem Boden und das zeigt die Bodenständigkeit, die Realität. Beide ist hier wichtig. Die Zahl 4 bedeutet hier die Grundbedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Und die Vögel symbolisieren die Leichtigkeit, die kleineren Veränderungen und vor allem die Kommunikation.
Und das ist wichtig, alles miteinander klären. Aber die Feuerelement erscheint hier auch, die Kraft, die Mut und auch die Leidenschaft. Wenn du die Bilder zusammenfügen kannst, dass er mit dir etwas klären möchte und verlangt, dass du die Vergangenheit abschließt. Er steht direkt gegenüber mit seinen Gefühlen. Und das bietet dir das Schicksal an und bald kommt eine Annäherung, kommt dieses Gespräch. Dann erreichst du diese Karte, dieses volles Vertrauen. Das Kelch bedeutet euren Gefühlen, diese Liebe. Im Hintergrund dieses Schiff die Hoffnung oder eine Seelenreise, genauso wie dieses Schiff das auch hier darstellt. Weil es handelt sich um einen karmischen Liebe und ihr kennt euch von früheren Leben. Das ist eine lange, weite Seelenreise mit tiefen Gefühlen und genau das symbolisiert diese Karte auch. Eine lange Seelenreise. Und wenn du in diesem Vertrauen bist, dann fühlst du dich auch befreit und das symbolisiert diese Befreiung, diese weiße Taube. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.